Aber nicht wir haben das getan vom Fernsehen, sondern Sie mit Ihren Stimmen von zu Hause. Er ist uns allen ans Herz gewachsen. Mir auch. Ich habe immer gesagt, die Kandidatinnen und Kandidaten sind meine Kinder. Seit 6 Monaten ist er unterwegs. Er hat ungeheure Kraft. Er wird eine Riesenkarriere machen. Und ich freue mich, dass er ein unserer Jungstars dieser heutigen Starnacht ist. Begrüßen Sie und halten Sie sich an. Pörtschach, halt dich an. Mr. Sexappeal, Vincent Bueno. Mr. Vincent Bueno! Mr. Bueno, bitte! Unvorstellbare Szenen. Vielleicht haben Sie zu Hause auch gesehen, dass ein oder andere junge Mädel, also die Damen hier unter 30, haben sich aufgeführt, als wären sie 15. Sensationell. Das liegt sicher am Wörthersee. Und natürlich auch an dir. Wissen Sie eigentlich, wir machen jetzt ein Vater-Sohn-Gespräch. Ja? Okay. Früher hat so ein Herr in meinem Alter dann zu einer Frau gesagt, ich werbe um dich oder ich möchte mit dir essen gehen. Heute sagt man, glaube ich, anbaggern. In Deutschland sagt man anmachen. Was sagt denn deine Generation? Ich check sie mir. Ich check sie mir. Also in allen Details, ob sie kochen kann, bügeln kann. Genau.
Das muss was einfach, ist wichtiger? Ja, Essen ist schon sehr wichtig. Also für mich, ich liebe Essen. Also Kochen ist sehr, sehr wichtig. Dann bügeln? Und dann, nein, zuerst muss das, naja, wurscht. Wurscht. Er hat sich nicht geändert. Jetzt gibt es aber auch Frauen, hat man mir gesagt, Vincent, die sagen einfach, tu's doch. Hast du sowas schon mal erlebt, dass der Mädel kommt und sagt, Vince, tu's? Ja, schon, aber jetzt, ich meine, das macht ja nicht jeder, aber ich glaube, ich weiß nicht. Na? Was willst du konkret? Ich möchte vorhin kommen. Es gibt Frauentypen, dann könnte man sagen, vorurteilsmäßig, wo sind so Frauen zu Hause? Also wo glaubst du, sind Frauen so rough und so tough, blond vielleicht, dass sie sagen, tu's doch? Ich weiß nicht, ich glaube, Schweiz oder so? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Schweiz? Hast du in meinen Zettel reingeschaut? Hörst, das ist verboten! Lest meine Zettel und es gibt's nicht. Es war im Musical die Show ganz genauso. Es war wirklich ein Wahnsinn. Es ist so. Normalerweise würde man annehmen, Schweden, eine Schwedin oder eine Frau aus Paris oder eine Dame aus Berlin. Nein, es gibt jetzt wirklich eine bildhübsche Schweizerin. Da wird jetzt die Arena gleich erbeben und Vince wird gleich mit erbeben. Die ganz einfach schlicht sagt, tu's doch einfach, tu's. Sie kommt aus dem Emmental.